Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Strafkolonie Online. Ja, Bartos. So, wir sind hier beim Schürfen in der alten Mine. Und wir... Ja, beim letzten Mal sind wir ja... Oder haben wir uns ja der Bruderschaft abgeschworen und sind nun ein stinknormaler Butler geworden, wie jeder andere. So. Und ja, die wissen ja irgendwie schon alle Bescheid, dass ich jetzt aufnehme und so. Egal. Was wollte ich denn erzählen? Achso, ja, ich war jetzt erstmal eine Woche nie da und komme jetzt erstmal wieder zum Aufnehmen. Und ja, wie geht's weiter? Wir werden buddeln. Und da sind wir auch schon kräftig dabei. Ich bin derzeit noch dran, irgendwie eine Butlerhose zu organisieren. Allerdings werde ich das wohl mir kaufen müssen. Ich habe jetzt zwar schon ein, zwei Hintertürchen aufgehalten, aber ich muss noch gucken, ob das irgendwie funktioniert. Und ja. Soweit erstmal der Stand der Dinge. Ja, wir haben auch noch keinerlei großartig irgendwelche Skills im Hacken, sage ich jetzt mal, weil ich habe heute erst angefangen mit Hacken. Ich habe mir vorhin eine Spitzhacke noch geben lassen, habe jetzt einen Relock gemacht, der allerdings etwa... Ah, guck mal hier, ich habe eine Erfahrung gewonnen. Habe einen Relock jetzt gemacht, der jetzt allerdings ein bisschen länger ausfiel. Und jetzt war ich ungefähr 10 Minuten weg, oder 15 oder so, jetzt bin ich wieder da. Und zum Glück sind die noch nicht alle abgezogen hier vom Schürfen, weil das wäre ganz schön doof, da hätte ich die Spitzhacke noch, wäre hier alleine und wüsste gar nicht, an wen ich die wieder geben soll. Askan hat mir die vorhin ausgeteilt, genau. Askan. Wer der Kollege hier neben ist, kann ich leider gerade nicht sehen. Die stehen halt alle dort unten noch und es ist halt gerade Schicht. Wir buddeln jetzt fleißig hier an den Erzklumpen rum. Soweit ich weiß, ist es oder läuft das so, dass man... Also man kriegt nur kleine Erzbrocken raus. Kleinere Brocken, Bröckchen, keine Ahnung. Und alles klar. Und dann ist es so, dass man irgendwie, glaube ich, aus vier kleinen Krümeln oder Bröckchen oder wie die heißen, keine Ahnung. Ich habe einen im Inventar schon. Den kann ich gleich mal zeigen. Das mache ich einfach mal. So, ich habe hier einen Klumpen, Erzklumpen, kleiner Erzklumpen. Und damit. Hallo? Nehme ich halt den hier. Milbrand redet mit mir anscheinend. Habt ihr im Sumpflager eigentlich auch gehackt? Nein, aber ich habe, bevor ich reingeworfen wurde, mal in einer Höhle bei Kap Dun gehackt. Ist aber schon eine Weile her. Ja, ich habe das Gefühl, auch der Server läuft ein bisschen stabiler. Das heißt, das Schreiben funktioniert besser, flüssiger. Das freut mich. Ja, also das freut mich sehr. Wir haben derzeit ja auch nur einmal hier so einfach mal hacken, haben wir immer nur zur Auswahl. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern erstmal, aber ich denke, ich werde offline da noch ein bisschen mal üben oder weiter hacken einfach, damit ich bei der nächsten Aufnahme oder so ein bisschen mehr oder ein bisschen besser hacken kann, sagen wir es mal so. Kap Dun ist an der, überlegt kurz, Ostküste, nicht wahr? Das ist richtig. Lächelt. So, ein bisschen RP machen. Ach so, was ich noch in der Zwischenzeit, ist ja auch ein bisschen was passiert, da habe ich noch ein bisschen gespielt. Unter anderem habe ich ein Turnier gewonnen im alten Lager. Da gab es eine Art Butler-Turnier-Ausschreit, keine Ahnung. Wir haben uns emotet und uns alle gegenseitig auf die Fresse gehauen. War ziemlich lustig. Ich habe da das Turnier in Teil gewonnen und da habe ich dann
Beutel bekommen mit 25 Erzbrocken, den habt ihr vorhin vielleicht schon gesehen. Den habe ich jetzt aber noch nicht ausgepackt, den lasse ich erstmal noch so verpackt. Und ja, was ist noch passiert in der Zwischenzeit seit der letzten Aufnahme? So viel ist da gar nicht mehr passiert. Ich weiß bloß noch, dieses Turnier habe ich noch im Sinn und danach durfte es aber auch schon gewesen sein. Und dann war ich ja jetzt, wie gesagt, die Woche weg. Und ja, und jetzt geht's halt erstmal weiter. Jo. Genau, ich habe leider auch noch keine großartigen Informationen zu dem Reset. Das wird noch ein bisschen dauern, sage ich jetzt mal. Aber laut Aussagen, erst im April. So, muss ich nett mal kurz zurückschreiben. Oh, falsch rum. So. Milbrand, die Küste soll ganz hübsch sein. Nun, bevor die Orks landeten, war sie das auch. Gut. Wird hier irgendwie voll belagert in letzter Zeit. Aber zwischendurch mal so ein bisschen schreiben. Der Milbrand, ich bilde mir ein, dass dieser Milbrand, Grüße an der Stelle, wenn du das siehst, bilde ich mir ein, dass dieser Milbrand auch bei diesem Butler-Kloppen dabei war. Dass ich mal gegen den mich geprügelt habe oder so, keine Ahnung. Irgendwie. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall habe ich den Namen schon gelesen. Ach, die Mistviecher. Wegen denen gibt es diesen Scheißknast überhaupt erst. Ja, leider ist das so. Aber hier drin gibt es weit weniger Orks als auf dem Festland. So. Und wir butteln und butteln und butteln. Leider, ich hab's, also wenn, dann habe ich gerade nicht aufgepasst. Dann habe ich vielleicht schon einen kleinen Brocken wieder bekommen. Ach, hier, guck mal. Ein kleiner Erzklon. Ja, wie gesagt, und als ich angefangen habe, SKO, kurz vor Heiligabend, kurz vor dem Jahreswechsel, habe ich angefangen und aufgenommen habe ich dann direkt zum Jahreswechsel. Am 31. Dezember habe ich die ersten 3 Folgen aufgenommen oder so. Und davor hatte ich halt 1-2 Tage schon gespielt und hatte ich mit einem anderen Charakter auch schon gebuddelt. Und damals war es halt so, also was heißt damals, das ist erst 1-2 Monate her, war es halt so, dass für 4 kleine Klumpen ein Erzbrocken gewechselt werden konnte. Dann zum Ende der Schicht. Ja. Es ist halt immer so das Problem, ich werde natürlich jetzt immer noch als Anhänger oder Novize gehandelt. Die meisten aus dem alten Lager haben natürlich keinen Plan, wie die Hierarchie ist des Sumpflagers oder gewesen ist des Sumpflagers. Ich wurde schon von vielen als Novize gehandelt und nicht als Anhänger, wobei halt ein Novize einen Rang höher ist als ein Anhänger. Und Milbrand ist einer von diesen Kandidaten, der mich als Novize handelt. Und ich versuche schon seit einigen Tagen, den hier allen klarzumachen. Ich bin keiner mehr von denen, ich bin jetzt ein Butler, aber das wird halt erst funktionieren, wenn ich halt eine Butlerhose bekomme. Ich kann ja eigentlich auch mal verraten, das ist zwar OC-Wissen, aber ich kann es jetzt verraten. Ich habe mit Muckel schon mal geredet, also einem der höheren Schatten wahrscheinlich im alten Lager. Ich weiß leider nicht genau, wie die komplette Hierarchie ist des alten Lagers. Der halt Klamotten und so weiter verteilt und ich habe den gefragt, ob ich denn meinen Anhängerrock gegen eine Butlerhose eintauschen kann. Und er sagte, es würde funktionieren, allerdings müsste ich halt noch ein bisschen was draufzahlen. Ich habe ein bisschen mehr als 50 Erz, ich bezweifle, dass er das annehmen wird. Oder ich bezweifle, dass das reicht, sagen wir es mal so. Das Ende vom Lied war, er sagte, im Moment hat er aber keine, er müsste erstmal ein paar Wochen warten, bis er wieder eine neue Lieferung bekommt. Und dann habe ich noch mit Gliga geredet, Grüße an der Stelle, der hat Butlerhosen zwar über, allerdings möchte er gerne zu den Jägern und solange er nicht dort bleiben kann, behält er die erstmal noch. So, jetzt kann ich aber natürlich nicht ungefähr sagen, wie lange das jetzt noch dauert. Kann sein, dass er morgen schon ist, kann aber sein, dass er erst in einem Monat dort ist oder es gar nicht mehr schafft zum Reset, ja, das habe ich ja keinen Plan. Auch sowas hat er keinen Plan davon. Aber diese 2 Türen, also bei Muckel und bei Gliga, habe ich mir jetzt erstmal schon
habe ich erstmal einen Fuß drin, sagen wir es mal so. Aber ich vermute einfach mal, dass es noch ein bisschen dauert, bis ich die Butlerhose bekomme. Und wenn ich die Butlerhose dann bekomme, bin ich dann auch für jeden letzten Deppen, sage ich mal so, kein Novize mehr. Ja, die Zeit ist dann vorbei. Und nach dem Reset wird sozusagen wieder, geht's ja wieder von vorne los. Jeder. Und dann werde ich natürlich wieder ins Sumpflager gehen, das ist ganz klar. Ich habe mir, seitdem ich das spiele, habe ich mir schon von Anfang an so vorgenommen, ich möchte eigentlich Templer werden. Die haben mich schon in Gothic 1 so fasziniert. Hab aber damals in meinem Let's Play in Feuermark ja gespielt, ich weiß. Zumindest die, die sich noch dran erinnern oder die es geschaut haben. Oder die schon eine Weile zuschauen, sage ich jetzt mal so auf meinem Kanal. Da hatte ich mir einen Feuermark ja gemacht mit Einhandschwert und Bogen. Eine gewagte Kombination, möchte ich meinen, aber es hat funktioniert. Es hat echt funktioniert und es sah auch gar nicht so unscheiße aus, sage ich jetzt mal. Dracul ruft, lass mal für heute Schluss machen. Wir arbeiten ja schon seit den frühen Morgenstunden. Barata ist beeindruckt, dass Nerenka auch Gedanken lesen kann. Nerenka kann alles, was er will. Ja, man kann Gedanken lesen, allerdings erst ab 50 Mana. Oder ob Nerenka 50 Mana. Nerenka ist übrigens einer aus den ersten beiden, aus den ersten Folgen, ja. Der hatte mich und diesen. Ja, wie hieß denn der gleich? Da war irgend so ein Typ noch. Das ist der Typ gewesen, mit dem ich ganz am Anfang in den ersten beiden oder in den ersten drei Folgen da in den Wald gegangen bin und für Snob Bären pflücken oder Zeug sammeln sollte. Wie hieß der? Mangolf hieß der, genau, Mangolf hieß der. Habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und Nerenka war ja der Typ, der uns dort begleitet hat. Und dann sind wir ja über Alan gestoßen und der hat mich ja dann in den Sumpflager mitgenommen. Und seitdem bin ich halt im Sumpflager gewesen. So. Kariston ruft Feierabend für heute. Hacken zu mir und dann Erz tauschen. Tja, da ich aber noch nicht genug Erz zum Tauschen habe, wird es wohl so sein, dass ich erstmal nur die Spitzhacke abgeben kann. Mehr kann ich ja nicht abgeben. So, bei wem? Kariston. Ich wette, der wird jetzt sagen, hier, Leute, mal bitte eine Schlange oder so. So. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich erstmal drauf klarkommen. Ingmar ruft gute Arbeit, Leute. Ihr könnt stolz auf euch sein. Nie reicht Kariston seine Hacke. So, dann machen wir einmal slash trade Spitzhacke 1. Bam, Junge. So. Oh, Nerenka ist auch mittlerweile Schattenanwärter geworden in der ganzen Zeit. So. Und jetzt wird es wahrscheinlich so ablaufen. Wir stellen uns jetzt alle hier eine Reihe auf. Und wer... lol. Na gut. Stellen wir jetzt hier eine Reihe auf oder was geht jetzt hier ab? Irgendwie geht gerade hier gar nichts. Ah ne, wir müssen uns dort vorne, glaube ich, in der Reihe aufstellen. Gar nicht hier, sondern dort vorne erst. Ja, und Erz konnte ich jetzt nicht abgeben, weil wie viel habe ich? Ich müsste eigentlich 2. Genau, 2 habe ich. So, spazieren wir mal ganz gechillt dort vorne hin, stellen uns dann in der Reihe auf und dann geht's zurück zum alten Lager. Und dort werde ich versuchen, mich auch noch irgendwie ein bisschen nützlich zu machen. Denn ich möchte wenigstens noch vorm Reset eine Butlerhose bekommen. Ich bezweifle, dass ich Schattenanhänger werden kann. Oder das noch schaffe, sag ich mal so. Das bezweifle ich. Aber ich hätte schon ganz gerne noch eine Butlerhose bekommen. Also sagen wir es mal so.
So, ich stelle mich jetzt hier ganz gesmooth daneben und warte einfach, was passiert. Da haben wir ja klammer noch so eine kleine Butler-Session noch mit drin, so eine kleine Konvoi-Session. Hatte ich bisher auch noch nicht gezeigt. Ich denke mal, wenn wir dann im alten Lager sind, werde ich die Folge dann beenden. Mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Aber es ist halt dann schon auch so, dass im richtigen Leben, sag ich jetzt mal so, also wenn man sich dann hier hinsetzt, auch so eine Convoy-Session schon so 2, 3 Stunden gehen kann. Ne? Oder wenigstens, also vom alten Lager bis zum alten Lager wieder zurück, kann das schon mal passieren. Dann kann es auch zwischendurch mal passieren, dass irgendwie Banditen oder sowas angreifen. Und ja. Alle relock, sonst leckt's wieder. Ich nehme auf. Ich bin Kurger, ich bin was Besseres. Aber die machen das schon, die Jungs. Ich glaube, wenn ich mal keinen Relock mache, dann tut das denen auch nie weh. Joa, allgemeine. Allgemeine Ratlosigkeit, was jetzt passiert, so. Ja, achso, und was ich auch noch sagen kann, zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Aufnahme hatte, eigentlich schon, glaube ich. Die haben jetzt so ein extra OOC-Chat eingefügt, links oben, damit man das besser unterscheiden kann. Finde ich ganz gut, das ist echt eine sinnvolle Neuerung. Wobei, das ist jetzt halt schon in-game schon eine Weile. Aber ich komme jetzt mal dazu, da das mal richtig zu benennen, sagen wir es mal so. Und ich habe halt auch vor, nach dem Reset werde ich also hauptsächlich mit einem neuen Char spielen, der natürlich in Sumpf geht. Und andererseits möchte ich aber noch einen zweiten Char erstellen, mit dem ich ins alte Lager gehe und versuche im alten Lager was zu werden. Also irgendwie Schatten oder optimalerweise gar Dist oder so. Aber das ist echt ein langer Weg, der da vor mir liegt. Also da. Da werde ich nie gerade mal so in einer Woche oder so durch sein. Ach ja, der gute Panther. Panther ist echt gesmooth. Der hängt auch häufiger im TS rum, so, also der ist echt cool. So, Latro führt jetzt sozusagen die Truppe an. Das ist schon eine nette Anzahl von Leuten, sagen wir es mal so. Ich bezweifle, dass sich hier 10 Banditen trauen, diesen Trupp hier anzugreifen. Und ich bin echt der Einzige hier mit einem Scheißrock. Butlerhose wäre schon cool. Was für eine Reihe. Hier ist keine Reihe zu erkennen. Wobei doch Reihe, naja, erste, zweite Reihe, keine Ahnung. Ach, alles durcheinander. Dann lass Abmarsch machen. Lol, also keine Schlange, sondern einfach nur wild durcheinander. Na gut, warum nicht? Ich befürchte, ich muss meine Gangart ändern. Slash Gang Standard. Ja, Standard. Ah Mann, Slash Fix. Fix me. Jetzt tue ich mal schnell zur Truppe rennen und dann laufe ich mal in einem normalen Tempo weiter. Ja, es ist schon eine ganz nette Meute hier. So. Ja, der Standardgang, der ist vom Tempo ja auch ein bisschen besser. Ja, so sieht also ein Konvoi aus. Wir gehen alle durch die Höhle.
Boah, ich habe mir schon mal so versucht, so auszumalen, wie das denn wohl aussieht, wenn der Server in der Alpha-Phase ist. Derzeit sind es ja 120 Slots, die frei sind. Aber stellt euch mal vor, irgendwann ist der Server so weit und so groß, dass da auch richtig viele Leute drauf kommen. Angenommen, irgendwie 200 Leute täglich dann und der Server hat dann, was weiß ich, 250 Slots. Und dann gibt es aber auch schon richtige Schlachten so, also irgendwie 30, 40 Leute gegeneinander so. Das wäre schon auf jeden Fall eine geile Sache. Im Moment würde es noch nicht so richtig funktionieren, also so kleinere Überfälle, ja, aber im Moment sind noch nicht so so viele Leute auf dem Server, dass man jetzt sagen kann, okay, wir machen jetzt mal hier, planen jetzt mal ein großes Event, eine große Schlacht, irgendwie alte gegen neues, altes Lager gegen neues Lager, irgendwie so 30, 40 Leute gegeneinander so. Aber das wäre auf jeden Fall cool, wenn es das auch noch irgendwann mal gäbe. Diese Leiche am Galgen, ne? Dort vorne klatschen sie Wölfe. Und Latro macht natürlich mit. Latro ist einer von den Erzbaronen. Ich wusste ehrlich gesagt bis vor einer kurzen Zeit noch gar nicht, dass es mehrere Erzbarone gibt. Ich dachte eigentlich, es gibt nur Syrend. Oh, da ist Harrok. Der ist ja anscheinend jagen oder irgendwas, keine Ahnung. Haben wir den auch noch gegrüßt? Ja. Das sieht schon geil aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Wenn dann so ein etwas größerer Trupp hier langläuft, so. Hat was, hat was. Ich bin ja auch so der große Fan von so Massenschlachten, jetzt so in so Filmen zum Beispiel. Deshalb fand ich zum Beispiel den dritten Teil vom Hobbit megamäßig geil. Weil, ich meine, der ganze Film ist einfach nur eine riesige Schlacht. So. Ich bin da irgendwie total der Fan davon. Ich sitze im Kino und bekomme dann übelst die Gänsehaut, wenn dann zwei riesige Heere aufeinander zumarschieren und sich die Fresse einhauen. So. Das muss ich sagen, ist auch im dritten Herr der Ringe-Teil, ohne jetzt groß zu spoilern, auch der Fall gewesen, wo dann Rohan nach Minas Tirith kommt und die dann dort den Orks in die Flanke preschen, so. Also da krieg ich schon ziemlich Gänsehaut dabei. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. So, jetzt sind wir da. Vielleicht kann ich jetzt noch von Panther irgendwie ein Training oder sowas abgreifen. Ich war jetzt, habe jetzt eine Woche nicht teachen können, gar nichts. Und ich müsste jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, ich habe gar nicht reingeguckt, irgendwie 18 Stärke oder sowas müsst ihr, oder 17 Stärke oder so. Ja, ich habe es auf jeden Fall jetzt geschafft, 10% Einhandkampf zu bekommen. Das heißt, ich bin jetzt kein blutiger Anfänger mehr, ich bin jetzt nur noch ein normaler Anfänger. Ich renne jetzt gleich mal Panther hinterher. Ich bleib dem jetzt einfach mal im Heck. Ich warte jetzt mal, wo der hinläuft. Oh Gott, da ist Yu. Und nett. Kloppt nett auf die Schulter und geht weiter. Ja, das reicht. So. Der gute Nett. Warte, was ich beobachte Panther dorthin, den Typ mit der Armbrust die ganze Zeit noch. Ich warte, was der jetzt macht. Und Ned schreibt mir gerade irgendwas. Da seid ihr ja wieder. Warst du etwas mit in der Mine, Bruder? Ja klar, ein bisschen was dazu verdienen. Grinst. Ah, das könnte ich eigentlich machen. Ich sag gleich mal nett, dass ich jetzt Panther fragen möchte, wie es mit einem Training ausschaut. Und, war Panther dabei?
Ja, ich möchte ihn jetzt fragen, wie es mit Training ausschaut. Kommst du mit? Sehr gern. Gut, dann gehen wir mal zu Panther. Bartos. Und noch was. Hast du bei dir so ruckelt, installier Systempacks. Hat bei mir auch geholfen. Geht gerade sehr gut. Danke für den Tipp. Sage ich jetzt bewusst während der Aufnahme, falls jemand anderen... Ah, okay, das ist natürlich eine coole Sache. Also Leute, wenn das Spiel bei euch ruckelt, haltet euch ganz an den Rat von Baratos. Oder Bartos, Entschuldigung. Und dann sollte das System Pack euch helfen. Ned kratzt sich am Arm. Bartos stellt sich hin. Ich warte noch kurz. Panther unterhält sich. Hä, was macht Judah? Naja, Nicht Panther, Panther. Danke, neu und unbenutzt. Hast du Lust heute noch auf ein Training? Hast du uns zu trainieren? Oh Gott. Trainieren. Was kann ich, was ich da jetzt so lustig finde? Ja, Fragen kostet ja nichts, oder? Panther ist sowieso ein toller Typ, der macht das bestimmt. Hast du Lust heute? Nachher gerne. Alles klaro. Nett, lass uns in die Arena gehen. So, mal gucken, ob es macht. Nickt zweimal, ich folge. You verlassen. So, ich möchte ja auch noch nicht zu viel verraten, aber es ist ein bisschen was geplant, so, ne? Aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Das werdet ihr früh genug sehen. Ein kleines Event, was... Deine Mutter hat einen Stock im Arsch. Darauf gehe ich jetzt mal nie ein. Der mit seinem schwulen Gang energisch war. Pass mal auf hier. Oh Gott. Gang G1. Lässig. So. Okay, das hat's nicht gebracht. Slash. Gang. Wie wird das geschrieben gleich nochmal? Laesig. Slash Gang Laesig. Ich verwechsel immer dieses E und A und so weiter. Ä und Ü und Ö. Das
seufzt, deine Mutter seufzt. Ja, nett, nett ist ganz nett, muss ich mal so sagen. Ist auch einer von denen, mit denen ich häufiger über WhatsApp schreibe, neben Harrock. Echt fresher Typ. So, das aber nur am Rande. Wir gehen jetzt in die Arena und, ja. Alles Weitere werden wir gleich sehen. Ja, ich lass mir Zeit. Warte mal, ich kann noch mal kurz fragen. Okay. Das kann lustig werden. Bei einem Emote-Kampf ist es einfach nur eine Glücksfrage, wie man würfelt. So, ja, stimmt. Ich hab das dem ja im Dings gesagt. Ich hab's dem OOC gesagt und ja nicht ingame. Der weiß ingame, also Nett selber weiß ingame ja gar nicht. Dass Dings ist und so. So. Nett lacht. Ja. Hoffentlich wird das Lachen gleich vergehen. Okay. Dann mach ich mal den Anfang. Rennt auf Nett zu. Boah, ich glaube, ich muss. Eigentlich müsste ich mal einen Relog machen, Alter. Junge! Ich mach's jetzt einfach scheiß drauf. Wobei, ich muss mal kurz einen Relog machen. Das ist gerade ziemlich katjes. Ich mach kurz nen RLG. Ja, dann beende ich jetzt die Folge. In der nächsten Folge wird es dann den Emote-Kampf sozusagen geben. Und bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, ciao.